Investition in Spitzenweine. Das Weingut Robert Weil in Kietrich im Rheingau hat gestern Abend mit 600 Gästen die Eröffnung seines Erweiterungsbaus gefeiert. In knapp 2 Jahren Bauzeit sind rund um das historische Gutshaus eine neue Traubenannahme und ein Kälterhaus, ein neuer Holzfassgewölbekeller, neue großzügige Kellerräume mit Tank- und Flaschenlager sowie ein Glaskabinett zur Weinpräsentation entstanden. Wir wollen uns handwerklich weiterentwickeln, wir wollen uns dynamisch entwickeln, basierend auf unserer Tradition. Tradition und Moderne verknüpfen miteinander. Wir hatten die letzten 20 Jahre viel Erfolg in unserem Unternehmen, somit auch die Wirtschaftskraft, dies zu tun. Und somit sind wir auch in der Verpflichtung, Neues zu tun für eine nächste Generation, weil diesen Bau haben wir ja nicht nur für diese Generation gebaut, sondern für folgende Generationen. Es ist eine Generationenverpflichtung und es ist ein Weiterentwickeln eines Erbes, einer Tradition, einer endgültig 2000-jährigen Geschichte im Rheingau, nämlich der 2000-jährigen Weingeschichte. Das Weingut Robert Weil zählt zu den 10 weltbesten Rieslingerzeugern und produziert rund 680.000 Flaschen pro Ernte. Die Kosten für den 2000 Quadratmeter großen Erweiterungsbau liegen bei fast 6 Millionen Euro.